geschafft. Die dritte Bodenplatte der Brücke ist festgeschraubt. Das sieht gut aus, Wendy. Okay, Leo, du kannst jetzt loslegen und das Seil befestigen. Schon dabei, Bob. Gut gemacht, Leo. Das Seil unterstützt jetzt den Brückenpfeiler. Danke, Heppo. Du kannst loslassen. Soll ich jetzt die vierte Bodenplatte holen? Ja, bitte, Heppo. Und kannst du mal gucken, wo Buggy steckt? Er wollte noch weitere Seile vorbeibringen. Klaro. Buggy? Was machst du denn hier? Oh, hallo, Heppo. Ich guck mir nur das Wasser an. Leo will mir Angst einjagen mit Geschichten von so einem Fisch hier im Fluss. Aber Fische leben nun mal in Flüssen. Vielleicht auf dem Land, aber doch nicht in einem Fluss mitten in einer Stadt wie Hochhausen. Ich glaube nicht, dass Leo sich das ausdenkt. Naja, sobald ich Bob das Seil gebracht habe, werfe ich noch mal einen Blick drauf. Nur um sicher zu gehen. Oh. Jetzt kommen noch mehr Seile zu euch rauf. Ich habe das nächste Stück für den Brückenboden mitgebracht. Danke, Heppo. Legst du das bitte am Ende der Brücke ab? Okay. Heppo, könntest du kurz hier aufpassen? Leo, Bob und ich wollen einen Schluck Wasser trinken. Natürlich, Wendy. Kein Problem. Danke dir. Hey, Heppo, hier ist kein Fisch zu sehen. Fahr nicht zu dicht ans Wasser, hörst du? Ich hab doch keine Angst vor Wasser. Guck! Oh, oh, schönes Wasser. Oh, toll. Ah! Oh, oh. Was ist denn? Ich glaub, da ist was in meiner Baggerschaufel. Oh. Das ist ein Fisch. Leo hat also doch recht gehabt. Ein Riesenfisch mit einem supergroßen Maul voller hässlicher Zähne und Stacheln auf dem Rücken. Na ja, ich will dir keine Angst einjagen. Aber es stimmt. Ah! Hilfe, Heppo! Nimm ihn raus! Hilfe! Hilf mir! Heppo! Ich denke, wir kriegen die Brücke rechtzeitig zum Lauf fertig, oder? Und wer denkst du gewinnt? Keine Ahnung, aber Sarah Zappel gewinnt fast immer. Kommt schon, lasst uns weitermachen. Ohne Brücke gibt es schließlich auch keine Ziellinie. Hilf mir! Ah! Ah! Holt den Fisch raus! Der hüpft in meiner Schaufel herum! Pass auf, Buggy! Fahr langsamer! Ah! Leo? Ja, und ich mach das sogar tanzend. Oh, du kannst das rückwärts und vorwärts. Diesen Tanz nennt man Moonwalk. Toll, den versuche ich auch. Du fährst ja nur rückwärts, Buggy. Oh, da hast du wohl recht. Bringst du mir einen anderen Tanz bei, Leo? Die Bürgermeisterin hat gesagt, wenn man zählen kann, kann man auch tanzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, du musst im Rhythmus zählen, Buddel. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hab's verstanden. Ich auch. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, oh nein, das kann ich gar nicht. Aber ich wette, du kannst das hier, Heppo. Entschuldige. Juhu, ich tanze. Oh, ich glaube, ich habe die falsche Figur zum Tanzen. Ach, so ein Quatsch. Jeder tanzt so, wie er tanzen will. Es geht nur darum, wie du dich fühlst und nicht, wie du dabei aussiehst. Komm jetzt, wir laden ab. Wir legen eine Schicht Gummipolster auf diese Latten hier. Und dann kommt eine weitere Lage Latten im rechten Winkel obendrauf. Wie Vierecke? Gut, Leo. Danach wird die letzte Lage Latten wieder im rechten Winkel aufgelegt. Das ist ein Muster, wie bei einem Gitter. Aha. So, das ist 35 Meter lang. Oh, was ist denn das? Das ist eine Disco-Kugel, die kommt über die Tanzfläche. Wenn sie sich dreht, spiegeln sich die Lichter darauf wieder. Siehst du? Oh, das ist ja wunderschön. Darunter würde ich sehr gern tanzen, Wendy. Wenn wir nicht bald weitermachen, tanzt heute Abend niemand darunter. Also los! Kommt und lernt uns alle kennen, das Ziel sind wir der Hits. Wir sind ein Team, Team, Team.
ruft uns laut, schlag ein. Wo ist Simon? Wir wollen ein Autogramm. Und wir wollen ihm unseren Tanz vorführen. Er ist nicht hier. Ist nicht schlimm. Sportis Hochhausen, auf zum Training. Mach dir nichts draus, Antrum. Ich kann auch nicht tanzen. Jeder kann tanzen, Heppo. Du musst nur deinen eigenen Stil finden. Kommt mit, wir gucken uns die Tanzfläche an. Hier lang. Ich tanze. Ich kann doch tanzen. Ich kann's. Das wär's. Damit ist die Giraffe in ihrem neuen Zuhause sicher. Heppo muss nur noch die letzten Steine rüberheben, Leo. Wo soll ich diese Blätter abladen, Bob? Das ist das Futter für die Giraffe. Bring es einfach rüber zur Aussichtsplattform. Ha! Kannst du bitte die letzten Steine rüberheben, Heppo? Okay, Leo, hier kommen sie. Sieh mal, Heppo, da ist die Giraffe. Sie ist da. Willkommen im Bauheimer Zoo, liebe Giraffe. Ich kann sie nicht sehen. Und ich kann mich nicht bewegen, weil ich beladen bin. Warte hier, Heppo. Ich helfe den anderen, die Giraffe ins Gehege zu lassen. Aber Leo! Sie ist so groß! Oh nein! Ich will sie auch sehen! Sie ist unglaublich. Es muss doch ein Loch geben. Vielleicht, wenn ich nah genug rankomme. Wenn ich doch nur durchgucken könnte. Hallo. Was machst du denn? Es tut mir wirklich leid, Bob. Ich wollte doch nur die Giraffe sehen. Durch den Krach hat die Giraffe Angst gekriegt. Sie ist weggelaufen in den Zoo. Oh je, ich hab alles kaputt gemacht und meinetwegen ist die Giraffe weggelaufen. Keine Sorge, Heppo, ich bin sicher, das kriegen wir schon wieder hin. Wendy und Leo, könnt ihr den Zaun und die Aussichtsplattform reparieren? Und Buggy, hilfst du ihnen? Okay, Bob! Und wir anderen teilen uns auf und suchen die Giraffe. Okay, Bob! Okay, der erste Spanngurt sitzt fest. Jetzt fehlt nur noch der zweite. Ich glaube es nicht. Der flotte Fred führt schon wieder. Okay, Team Hep Leo. Wir brauchen jetzt die Schüssel. Leo? Bob ruft uns gerade. Was? Oh, Sekunde. So, schon geschafft. Ha, jetzt bin ich wieder an der Spitze. Hallo, Leo? Ja, Bob, die Schüssel ist gleich bei euch. Danke, Leo. Heb sie ein bisschen hoch, Heppo. Das ist super. Jetzt fahr deinen Kran aus. Okay. Oh. Noch ein Stück höher. Das fühlt sich komisch an, Leo. Soll ich weitermachen? Ja! Tja. Wenn du das sagst, gut. Oh.
Oh nein! Vorsicht, Leo! Oh, Sie rollt weg! Komm zurück, Schüssel! Ach, es geht doch nichts über einen leckeren Fruchtshake von Fritti und einen ruhigen Spaziergang am Fluss. Oh? Vorsicht! Naja, wenigstens habe ich meinen Fruchtshake nicht. Ah! Entschuldigung! Verschüttet. Dehnübungen sind ganz wichtig. Damit werden nämlich die Muskeln entspannt. Oh. Pass auf! Sieht echt super aus, Herr Brauer. Ich wusste nicht, dass Sie so tolle Bilder machen können. Weißt du, ich gebe Unterricht in Abendkursen und... Pass auf! Oh nein! Ah. Nein! Sie rollt auf die Bühne zu. Nein! Oh nein! Oh! Wie konnte das passieren? Wieso hast du nicht besser aufgepasst, Heppo? Das war nicht Heppos Schuld. Ich habe die Schüssel nicht richtig festgemacht, weil ich Fang den Fisch gespielt habe. Ich habe Team Hepp Leo hängen lassen. Es tut mir so leid. Unsere Bühne ist kaputt und unser tolles Plakat ist zerrissen. Und meine Sprühfarben sind leider auch leer. Und da die Schüssel im Fluss gelandet ist, werden die Sportis Hochhausen nicht in den Nachrichten zu sehen sein. Vielleicht kann ich die Schüssel mit meinen echten Angelkünsten retten. Team Hepleo zieht diesmal an einem Strang. Und dann heißt's, fang die Schüssel. Das ist echt eine tolle Idee, Leo. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Bist du bereit, Wendy? Heppo, bitte vorsichtig runterlassen. Okay. Und absenken. Nein, 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 nein. Ich hab doch gesagt, ihr sollt die Pferde nicht erschrecken. Oh, tut mir leid, hab ich vergessen. Das ist eine Rennstrecke, kein Rodeo. Der letzte Stapel Strohballen und schon sind wir fertig. Was ist das denn? Oh, Wendy, passt auf! Das war wohl nicht so gedacht, nehme ich mal an. Wo sind meine Rennpferde? Die sind da lang galoppiert. Oh nein! Sie laufen auf die Rennstrecke zu. Die fange ich doch nie wieder ein. Ich weiß, wie wir sie einfangen können. Wendy, Leo, ihr schließt die Koppeltore. Buggy, du kommst mit mir. Auf geht's, Kumpel. Denen schneiden wir den Weg ab. Hä? Weißt du was, Bob? Jetzt fängst du auch schon an, so einen Quatsch zu reden wie Leo. Entschuldige. Wir treiben sie nur in die Lücke vor den Zaun dort. Aber Bob, wie soll ich denn bloß die Rennpferde einholen? Die sind doch ganz besonders schnell und darum auch besonders schwer einzufangen. Wir werden nicht so schnell sein wie sie. Wir machen es auf unsere Weise. Erinnerst du dich? Sie sind sehr schreckhaft und haben große Angst vor Maschinengeräuschen. Oh ja. Halt an, Buggy, und warte auf mein Signal. Jetzt! Los geht's! Gute Arbeit, Kumpel. Das war super laut und super großartig. Weißt du was, Bob? Ich glaube, das könnte ich noch viel öfter machen. Da kommen sie. Bereit, Leo? Das ist deine Chance, ein richtiger Cowboy zu werden, einer, der Pferde einfängt. Die rasen im schnellsten Gang. Keine Sorge, ich bin mit Pferden groß geworden. Ich sag euch, was zu tun ist. Heppo, fahr deinen Kranarm aus, soweit du kannst. Und auch so schnell du kannst. Wir errichten jetzt ein Hindernis und leiten sie um auf ihre Koppel. Oh Mann. Das geht einfach nicht schnell genug. Das klappt nicht, wir haben nicht genug Zeit. Oh. Oh. Wow!
hast recht, Wendy. Wir müssen zusammenarbeiten. Dann rollen wir mal los. Hm? Stella, sieh doch nur, wie du glänzt für deinen großen Flug. Sie kann nicht sprechen, Buggy. Ich weiß. Wir haben noch ein Problem. Der Fallschirm ist zerrissen und wir haben keinen Ersatz. Ohne Fallschirm kann Stella nicht in den Weltraum. Wie soll sie denn sonst wieder sicher zur Erde zurückkommen? Hm. Bob, ich weiß, wie wir den Fallschirm reparieren können. Peppo, bitte ganz vorsichtig. Sehr gut gemacht. Jetzt fahren wir zum Kontrollzentrum. Seid ihr bereit für den Start? Ja! Fliegt Stella endlich los? Ich halte es einfach nicht mehr aus. Das verstehe ich. Geduldig sein ist echt schwer, Tim. Jetzt geht's los. Alle zusammen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hallo, Stella. Du schaffst es. Brich den Rekord, kleine Rakete. Ja! Ja! Wir haben es geschafft. Bob, warum nennt man es eigentlich Naturkundemuseum? Tja, Buddel, weil es eine Sammlung von Dingen ist, die du nur in der Natur findest. Wie Tiere und Blumen. Einige stammen aus früheren Zeiten. Wie Dinosaurier. Dinosaurier! Ich liebe Dinosaurier! Ja, deshalb sind die Türen auch so hoch, damit wir das Dinosaurier-Skelett hineinbekommen. Ein Dinosaurier-Skelett? Oh, cool! Herr Brauer hat alles genau abgemessen. Das Skelett müsste ohne Probleme hier durchpassen. Oh, ich kann's nicht erwarten. Okay, Heppo, dann setzen wir jetzt die Türen ein. Sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Die Türgriffe. Wie bitte? Die Türgriffe. Ich habe die Türgriffe in der Werkstatt vergessen. Ich muss zurück und sie holen. Kein Problem. Du hast genug Zeit. Wir sind fast fertig. Du hast recht. Buddel kann mich hinfahren. Du machst hier weiter. Und wenn du wieder da bist, Bob, sind wir mit allem fertig. Sehr gut. Ich bin bald zurück. Ein echtes Dinosaurier-Skelett. Ich kann's nicht erwarten. Es dauert nur eine Minute. Türknäufe, Türklopfer, Türschilder, Türgriffe. Hä? Was
ist da los? Oh, das mag ich nicht. Da wird mir schwindelig. Oskar, hör auf damit. Ich weiß nicht, was du hier machst, Oskar, aber ich habe keine Zeit, dich nach Hause zu bringen. Was willst du jetzt machen? Du kannst ihn nicht mit Kuschel hier lassen. Dann muss er wohl mit uns zum Museum kommen. Dort liefere ich die Türgriffe ab und dann bringe ich ihn nach Hause. Oh nein, nicht noch mehr Geräusche. Wer ist da? Okay, niemand, nur ich. Und der Geist. Ich hab keine Angst. Hab ich doch. Wenn das nicht reicht, um Bob zu erschrecken, dann weiß ich auch nicht. Hey, Bob! Wieso versuchst du es nicht an dieser Stelle nochmal? Aha. Oh, was habe ich denn hier gefunden? Ein Schokoladenapfel! Noch etwas Süßes. Wow! Ich verstehe das nicht. Die Spinne sollte eigentlich... Dieser Eingang wird echt cool. Ah! Wow. Bob, Wendy, euer Geist ist hier. Ihr müsst euch nicht bedanken. Oh je. Was ist das? Es sieht aus wie ein Geist. Was ist denn hier los? Es ist der Geist! Huh? Oh nein! Was habe ich getan? Der Geist kommt! Ihr müsst zurückfahren! Jetzt! Oh nein, wie kriegen wir den nur wieder? Das ist alles meine Schuld. Ich habe eine Idee. Ich hab's geschafft. Ich bin der Geist. Kommt und lernt uns alle kennen. Es sind so viele Hits. Wir haben immer viel zu tun. Doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein. Jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern. Wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Halt ihn ganz ruhig, Heppo. So, fertig. Ein viereckiger Stahlrahmen, an dem wir den Fernseher aufhängen. Und was kommt als nächstes, Leo? Lass mich nachsehen. Juhu, Heppo! Du ahnst nicht, was passiert ist. Ich hatte gerade eine super-duper Idee. Wir hängen Banner auf für die Sportis Hochhausen und mich. Aber dazu brauchen wir deine Hilfe. Oh, ich helfe natürlich sofort. Wunderbar!
Wunderbar, dann bitte hier entlang. Gut, Heppo. Als nächstes müssen wir an der Rückseite vom Rahmen ein, zwei Stützen anbringen. Heppo? Wo ist der hin? Also gut, dann werde ich die Rahmenstützen eben allein bauen. Was soll's? Wow, der ist ja wirklich groß. Ob die Fernbedienung auch so groß ist? Genau genommen hat dieser Fernseher keine Fernbedienung. Mein Tablet wird ein Signal empfangen und es zum Fernseher senden. Und dann schauen wir das Quiz auf dem Bildschirm. Wow! Hier, ich zeig's euch. Hast du wieder dein Passwort vergessen, hä? Huh? Das kennt doch jeder. Ja, Baumeister Nummer 1. Oh, Bob. So, alle Banner sind aufgehängt. Schlagt ein, Leute. Oh, schlag ein. Danke, Frau Bürgermeisterin. Ich find's echt cool, dass Sie an die Banner gedacht haben. Cool? Was, ich? Wie wär's dann mit noch einer super-duper Idee? Was haltet ihr von einer Popcorn-Maschine? Ich ruf Fritti an, dann kannst du sie gleich abholen, Heppo. Klaro. Oh, das heißt, du hilfst uns? Naja, bei Leo scheint alles zu laufen. Also klar, ich werde euch helfen, natürlich. Los, Heppo! Wuhu! Oh, Heppo, gut, dass du kommst. Ich habe Probleme damit, den Rahmen gerade zu halten. Dann muss ich das eben ohne Hilfe schaffen. Bis jetzt war ich gar nicht so schlecht, finde ich. Der Baum ist ja riesig. Der Boden sieht aus wie eine Eisfläche. Das wird dieses Jahr unglaublich toll. Hallo, Heppo. Gehört das Geschenk auch zum Weihnachtsschmuck? Nein, Sophie. Das ist für Bob. Ich kann's kaum abwarten, es ihm zu geben. Ich wünsche euch allen fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten! Hört zu, Heppo. Bob und Leo bereiten die Schneemaschinen vor. Hilfst du mir, die Lichterketten anzubringen? Aber gern. Ich muss nur noch zuerst das Geschenk abladen. Habt ihr das gehört? Es gibt Schneemaschinen. Wahnsinn! Ich glaube, hier ist Bobs Geschenk sicher, weit weg von den anderen Sachen. Am besten lassen wir die Geschenke hier. Später legen wir sie hübsch um den Weihnachtsbaum herum. Okay, Buddy. Wie kommst du voran, Leo? Du hast gesagt, ich soll den Schnee vorbereiten. Aber ich kann keinen finden. Kommt der in Säcken oder in Eispaketen? Oh nein! Was ist, wenn der schmilzt? Leo, dafür nehmen wir künstlichen Schnee. Und den machen wir in diesen Maschinen hier. Wow! Zeigst du mir das, Bob? Vielleicht, wenn du die Kisten weggeräumt hast. Die Lichterketten sehen bestimmt toll aus, Wendy. Warte, das wollen wir jetzt gleich mal testen. Oh. Hey, Wendy, ich probiere jetzt mal den Kunstschnee aus. Kannst du mir bei der Herstellung helfen? Klar, ich bin hier soweit fertig. Bob ist hier und die Lichterketten leuchten schon. Das ist der perfekte Moment, um ihm sein Weihnachtsgeschenk zu geben. Pass auf, Heppo. Du bringst ja alles durcheinander. Aber ich bin auf der Suche nach meinem... Heppo, aus dem Weg! Nein, ich... Oh, wo ist es? Oh, sowieso zu spät. Bob ist weg. Ich suche es später. Komm jetzt, Buddel, wir machen das fertig. Macht ihr jetzt den Schnee? Noch nicht. Erst muss die Flüssigkeit rein, dann können die Maschinen eingeschaltet werden. Und dann ist der Schnee fertig? Noch nicht ganz. Die Flüssigkeit wird aufgeschäumt, damit feine weiße Bläschen entstehen, die aneinander kleben. Und das ist dann der Kunstschnee. Alles erledigt. Wollt ihr zwei runtergehen und zusehen, wie es über dem Baum schneit? Juhu! Ich glaube, ich sehe gleich Schnee! Ich denke, das heißt ja bei...